Zum großen EU-Corona-Rettungspaket. Nachdem die Staats- und Regierungschefs das 1,8 Billionen schwere Finanzpaket geschnürt haben, kommt jetzt deutliche Kritik aus dem Europaparlament. Das werde den geplanten Haushalt so nicht akzeptieren, sagte Parlamentspräsident Sassoli und forderte Nachbesserungen bei den beschlossenen Kürzungen. Stefan Leifert in Brüssel. Muss man damit rechnen, dass das EU-Parlament diesen so mühsam ausgehandelten Kompromiss ablehnt? Also die Macht dazu hätte das Parlament. Es muss nämlich zustimmen. Und der Unmut, der ist wirklich riesig. Morgen wird hier mit überwältigender Mehrheit eine Resolution beschlossen werden, in der wirklich jeder der Gipfelbeschlüsse, den die Staats- und Regierungschefs hier gefasst haben, in der Luft nur so zerrissen wird. Der Unmut, der ist groß auf der einen Seite. Auf der anderen Seite steckt das Parlament aber in einem Dilemma. Denn wenn es den EU-Haushalt ablehnt, dann auch den Corona-Hilfsfonds. Das heißt, die Hilfsgelder, die würden nicht so schnell fließen können, auf die vor allem der Süden Europas ja so dringend wartet. Und diesem Vorwurf will sich das Parlament nicht aussetzen. Deswegen ist das wahrscheinlichste Szenario, dass man die nächsten Wochen nutzen wird, um noch mal nachzuverhandeln. Zum Beispiel mehr Geld für den Klimaschutz, mehr Geld für Digitalisierung, vielleicht auch eine Anschärfung noch mal in Sachen Rechtsstaatlichkeit. Prognose deswegen, Nachverhandlungen den Sommer über, Zustimmung dann im Herbst, damit sowohl der Haushalt als auch der Corona-Hilfsfonds pünktlich und wie geplant zum 1. Januar nächsten Jahres in Kraft treten. Dankeschön nach Brüssel, Stefan Leifert.